Bis am 7. Oktober steht Fischbert Derbino ganz im Zeichen von der Ausstellung «Aufbruch ins Glück». Mit der Ausstellung und der inszenierten Sesselbahnfahrt, wo der Verein Derbino und Tier Raumfahrt, eine Künstlergruppe von Zürich, konzipiert und durchführt, wird der Besucher zurück in die Mitte vom 19. Jahrhundert versetzt. Damals haben auch viele Oberwalliserinnen und Oberwalliser ihre Bündel gepackt und sind ausgewandert, auf der Suche nach einem besseren Leben, nach Reichtum und Glück. Der OK-Präsident Roland Zimmermann hat in einer Eröffnungsrede von der Ausstellung die Frage nach dem Warum aufgeworfen. Vor 100, 150 Jahren sind ein Haufen Walliser und auch ein Haufen Derbener auf Übersee von Amerika ausgewandert. Was ist in diesen Köpfen vorgegangen? Hier, ihre Familien, ihre Bekannten, die ganzen Verwandten, alles zurücklassen und der Weg über diesen grossen Teich zu wagen. Antworten darauf soll die Ausstellung liefern, die bis im Herbst im Heidadorf zu sehen ist. Elisabeth Wegmann von der Künstlergruppe Tier Raumfahrt über das Projekt. Also wir haben schon zwei Projekte gemacht, Versehen, Vergehen und Sagenhaft in Fischbert Terminal. Und dort sind wir Interviews gemacht zu Leuten von Fischbert Terminal. Und wo wir in die Wohnung rein sind, hat es viele Fotos von Auswanderern. Es waren viele Missionare auch und wir haben dort mehr das Thema gedacht, vielleicht ist das ein Thema Mission, aber mehr auf Afrika. Und als wir recherchiert haben, haben wir gemerkt, dass das ja ein riesiges Thema war, von 1850 bis 1915, Auswanderung nach Amerika. Und so sind wir dann drauf gekommen. Die heimische Bevölkerung stand dem Projekt sehr positiv gegenüber. Ihr müsst euch vorstellen, für so ein Projekt braucht es sehr, sehr viel freiwillige Arbeit. Und auch hier haben wir wieder das grosse Interesse von der ganzen Derbiner Bevölkerung gespürt. Von Vereinen, von Privatpersonen, die mitspielen, die man helfen kann. Also sehr gross. In verschiedenen Ausstellungsräumlichkeiten findet man Spuren von persönlichen Schicksal und geschichtlichen Ereignissen im Ankunftsland. Ebenso werden die Ansichten, Bedürfnisse und Wünsche von Auswanderern und Einheimischen einander gegenübergestellt. Noemi Burgener mag sich noch gut daran ergeben, wie ihre Mutter über Lieferungen erzählt hat, warum man noch dazumal so ein Haufen Derbiner ausgewandert sei. Zu viele Leute waren es und zu viele Dienste. Und der Berg trocken und kein Wasser. Und da sind so mir einfach arm dran. Und da sind die einfach ausgewandert. Einfach an die Heimabgesuchen. Der Hoffnung, dass es besser ist. Und die Enten sind nicht alle sind wegen der Armee ausgewandert. So, wir haben einfach die Reiselust, die mich interessiert. Die sind sich einfach an andere Heimat gesucht. Und so ist das einfach die Aktion gegangen. Mut, Hoffnung, Zweifel, Freude, Wehmut und Zuversicht. Die Beweggründe und Motive von Auswanderern sind sehr unterschiedlich und vielseitig gewesen. Während die Summe im Ruf von der grossen weiten Welt mit ihrer grossen Versprechen gefolgt sind, haben andere aus paarer Verzweiflung und Not ihre Heimat müssen verlassen. Eins haben aber alle gemeinsam gehabt. Die Hoffnung auf ein besseres Leben, die Suche nach Glück. Für Elisabeth Wegmann hat die aufwendige Recherchearbeit euch eine sehr emotionale Seite gehabt. Ja, einerseits das Einlesen. Einfach da habe ich selber gemerkt, da kommt man einfach ein anderes Denken über. Manchmal ist es auch fast, wenn ich das gelesen habe, ich bin manchmal fast mit Tränen dort gehockt, weil ich das Gefühl hatte, man hat sich so einleben in die Auswanderungsgeschichte. Und es ist mir dann auch die Präsenz von das brisante Thema von der heutigen Zeit auch in den Sinn kommt. Und das ist einfach so eine zeitliche Verschiebung, die mich sehr berührt hat. Auch. Die Ausstellung soll die Besucher zum Nachdenken animieren, so der Julian Vomsattel, Präsident des Vereins Derbino. Also ich glaube, ein Haufen Leute werden sagen, ja, wir haben ja eigentlich ähnliche Probleme in der heutigen Zeit. Also ich glaube, das ist ja der Link machen zur heutigen Zeit.
es sind auch viele Leute, die im Moment auf der Flucht sind. Und dass das gar nicht so etwas Spezielles ist, dass unsere Vorfahren auf der Flucht waren, unter den gleichen Umständen. Und muss man so sagen, in der Ausstellung sieht man auch, dass man nicht nur, dass nicht nur Abenteurer sind gegangen, sondern vielleicht auch solche, die kriminell sind. Die hat man einfach heute geschickt. Es gibt zum Beispiel hier in der Ausstellung einen, sieht man irgendwie einen Urversammlungsbeschluss, dass eine Familie von Terbühne, ein Stoffel Alois, mit seinen 10 Kindern nur keine Auswanderer konnte, weil man die Gemeinversammlung gesagt hat, er habe eine Schuld von 500 Franken und die immer die Schulden lassen. Und wenn sie des Tages zurückkommen, müssen sie das aber gleich zahlen. Und so haben die keine Auswanderer. Die Oberwalliser Auswanderer von damals haben sich schlecht integriert, hat Julian vom Sattel herausgefunden. Die sind einfach da mitgegangen, sind da unter einem Sand gewesen und haben so, durch das haben die Sprache behalten, oder? Also sonst ist es fast nicht möglich, dass die jetzt nach 150 Jahren noch Walserdeutsch reden. Und am Anfang, die haben sehr wenig Spanisch geredet. Also, und sie haben einfach sich ein bisschen abgeschottet. Die haben zum Beispiel nicht unbedingt wollen, dass Diesenbach kommt, Herat, wenn sie nur unter einem Sand kennen, alles andere, haben sie gesagt, ja, die Schwarze, das ist nicht gut. Und das ist wirklich so, wenn ich das Gefühl habe, man muss sich anpassen, integrieren, die Sprache lernen. Und ich weiss, einer hat mir einmal eine Geschichte erzählt, oder? Man sagt ja Spanisch, der sagt man ja El Niño zum Beispiel, der Bub, oder? Heisst der Knabe, El Niño, das ist ein Artikel, oder? Und nachher haben die Lehrerin gesagt, was der L, was das heisse. Und dann hat einer gesagt, ja nein, L, das ist mit Isch L, oder? Öl und nicht L. Einzelschicksal, Kriminalität, Abschied, Reis und Ankunft in einem fremden Land. In verschiedenen Räumlichkeiten wird ein emotionaler Zugang zum Thema geschaffen. Die Besucher sind begeistert. Sehr, sehr gut. Das einfach ganz früher ist so gewesen, und das haben mir die Leute gehen, für das Geld verdienen. Und also viele arme Familien sind gesehen, sind dann einfach nach Amerika gewandert und haben da dann das Geld verdient da. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin beeindruckt. Ich habe jetzt allerdings noch nicht alles gesehen, aber ich denke, was man hier schon sieht, oder? Wie das interessant aufgemacht ist und vor allem, was einem inhaltlich wirklich betroffen macht, ist die Schicksal und wie das eben damals gelaufen ist. Also ich bin sehr positiv überrascht von der Ausstellung. Oder? Man hat gewusst, um was es geht, grob umschrieben. Oder? Und jetzt, wenn man die Pest alle durchgegangen ist, nie der einzelne Pest, den man gesehen hat, oder? Ist einfach der ganze Ablauf, warum sind die gegangen, oder? Aus welchen Gründen sind sie gegangen, haben sie müssen gehen, oder? So haben ja müssen gehen und so haben nicht. Und das ist sehr eindrücklich beschrieben und euch dargezeigt. Wer sich selber ein Bild von der Ausstellung machen will, mit optischen und akustischen Zeitzeugen, hat bis am 7. Oktober die Gelegenheit dazu.